und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich zeige euch heute das Kelsa-Add-on-Paket in einem neuen Update für 4 LKWs, nämlich den, dann sind es eigentlich 5. Oder vielleicht sogar noch mehr. Nämlich den 105er, den 106er, den MP3 Actros, Scania Next Generation, den RJL, den Streamline und den Volvo FH 16 2012. Next Generation haben wir schon gesagt, ne? Wahnsinn. Gucken wir mal drüber, was da überhaupt alles in diesem Paket mit enthalten ist. Dazu gucken wir uns das einfach mal an. Ne? Ist alles Convoy-ready, weil es aus dem Steam Workshop ist. Ganz wichtig. So, wir gucken mal, was ist hier mit dabei. In verschiedenen Varianten. Auf alle Fälle lackierte Variante. Wir haben hier die Visorbar. Lackiert. Genau, das sind die hier schon mal. Die sehen schon mal ganz schick aus. Die könnt ihr schon mal nehmen. Dann haben wir hier vorne, gibt es dann auch noch die Minibar. Und die Minibar in lackiert. Gut, passt. Muss man ein bisschen schauen, ob an der Seite auch noch was mit dabei ist. Beim Vollschutz schauen wir mal. Beim Vollschutz könnte nämlich auch noch was dabei sein. Schauen wir mal. Nein, da ist nichts. Und dann hier unten. Nee, da auch nicht. Der falsche Bügel hier. Da ist auch nichts dabei. Aber nur, dass ihr es gesehen habt hier. Das, das und das. Ne? Ja, Minibar, Highbar, Visurbar. Das gleiche ist beim 106er. Das heißt, wenn ich jetzt hier rausgehe und nehme mir den 106er zur Brust. Wo ist er denn? Da ist er. Nee, das ist nicht der 106er. Da ist der 106er. Der Next Generation hat es leider noch nicht. Das heißt, hier ist im Prinzip das ganze gleiche geschehen. Hier Visorbar, Hyper, Visor Mount, lackiert, das ist dann der hier. Genau, das ist dann der hier. Ne? Das ist so die, das Nonplus Ultra, sage ich jetzt einfach mal. Und dann wieder die Minibar und dann hier lackiert. Das ist so, was beim 106er ist. Gehen wir mal weiter zum MP3. Dann gehen wir hier mal raus. Schauen wir mal, Actros MP3. Tja, die von SCS wird sowieso wahrscheinlich keiner mehr so richtig fahren, oder? Fährt hier noch nur irgendjemand von euch? No, ich weiß es nicht. Ne? Schauen wir mal, den MP3. Nehmen wir mal das große Führer aus, Megaspace. Da können wir hier mal schauen. Also die Hyper MB008 gibt es hier. Den gibt es dann auch weiter unten. Dann gibt es dann lackiert. Und dann die hier noch in lackiert. So, was gibt es da noch? Auch noch hier die LED-Bar. Und dann hier nochmal so eine. Was ist denn da wirklich LEDs verbaut? Ich weiß gar nicht. Nee, die heißt nur so. Alles klar, hätte das sein können. Schauen wir mal unten, was dabei haben. Nee, da haben wir dann auch nichts dabei. Minibar, LED-Bar, Highbar und Sidebar. Sidebar ist dann hier versteckt. Genau, da, zack. Die gibt es dann hier auch noch von Kelsa. Okay, also das mal so zum MP3. Dann gehen wir weiter. Ich will jetzt mal gleich zum mal rausgehen hier zum Volvo. Zum Volvo, bevor wir zu Scania kommen. Nämlich zum Volvo, was war's? FH16. Wo ist er? Da ist er. Check. Mal die große Führer raus jetzt. Dann haben wir hier praktisch, Moment, da sind wir. Die Visorbar, richtig? Moment, mal lesen. Ah, Minibar, Lowbar, Visorbar. Dann auch in lackiert, in schwarz. Sieht gar nicht so schlecht aus, finde ich gar nicht schlecht. Dann die LED-Bar. Oh, hier so nochmal so kleine Variante. Sieht auch ganz cool aus. Mountbar, Low Mount, lackiert. Das ist alles nochmal lackiert hier. Ne? Gibt es da, ich glaube, hier gibt es auch noch was. Genau, die Lowbar. Auch finde ich richtig stark. Ich mag ja dieses Schwarz-Gedöns, finde ich ja richtig stark. Jetzt muss ich aber schnell 4x2 nutzen, weil ich schauen will, ob hier auch noch was gibt. So, nee, da gibt es ja nichts mehr. Auch cool, ich finde diese Lackierten ja sowieso richtig stark, weil es kommt dann richtig gut rüber. Vor allem, wenn es jetzt hier schwarz ist, das rockt. So, den RJL habe ich jetzt nicht da. Also habe ich schon da, aber nicht aktiviert. Deshalb schauen wir uns einfach ganz easy den Scania in der Irr-Variante an. Ist im Prinzip ja nichts anderes, nur ein bisschen gepimpt oder aufgewertet, nennen wir es mal so. Aber nur, dass ihr mal seht, was hier eigentlich mit dabei ist. Fährt den eigentlich noch irgendjemand hier von euch? Den Original STS? Wahrscheinlich keiner mehr, ne? So, Visorbar, Highbar, Highbar lackiert. Hier auch nochmal lackiert, dann haben wir diese Kombination nochmal. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, oder? Wertet natürlich den Scania auch enorm auf, muss man schon mal sagen. LED-Bar in Chrom und hier lackiert. So, hier habe ich nichts. Hier haben wir noch Lowbar. Lowbar, sieht auch ganz cool aus. Hinten weiß ich nicht, ob wir noch was haben. Zack. Ja, auch noch die Sidebar. Also wenn ihr das jetzt hier alles so anbaut, dann sieht der Original SCS kann ja auch gar nicht mal so ohne aus. Coole Sache. So, dann gehen wir mal zurück. Das ist jetzt hier praktisch der Next Generation. Den haben wir ja da. Ist egal, S oder R, das ist Wurst. Dann schauen wir da mal drüber. Da haben wir nämlich hier. Moment. Wo ist er denn? Ne? 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 Hier habe ich gar nichts dabei. Steht aber da, R und S. Keine Ahnung, ist nicht dabei. Fehlt, meine Damen, meine Herren. Ist nicht dabei, hier bloß 50k. HS Schoch. Ich meine, wer jetzt von 50k hernimmt, da braucht er jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr, oder?
Ihr müsst das ja wissen. Ah, hier ist nochmal der Lopa. Moment, ich guck mal. Guck, wir haben Lopa. Ach so, die ist gar nicht dabei. Ach so, jetzt sind wir zusammen. Alles klar. Wir haben jetzt praktisch diese Variante hier. Diese. Jetzt pass mal auf. Ich mach mal hier ein Grau. So, das ist alles, was mit dabei ist. Beim Skyline Exploration, beim R und beim S. Das ist im Prinzip das hier und das hier. Das ist beim Scania R mit dabei und beim S. Ne? Und ihr könnt natürlich dann, wenn ihr das von 50 noch hernimmt, dann sieht das halt dann so aus. Ne? So in Kombination nochmal würde natürlich auch funktionieren. So, ich glaube, alle LKWs haben wir durch. Wie gesagt, beim R und beim S bleibt es sich dann hier gleich mit den Anbauparts. Aber ich glaube, sieht soweit ganz cool aus. So, fertig. Alles fertig. Ich habe jetzt mal draußen alles angebaut. Also diese Kelsa Sidebar steht auch alles da. Ne? Kelsa. Dann hier oben auch nochmal die Visorbar, die Highbar, dann hier noch die Multibar, die Minibar, Entschuldigung, und unten dann nochmal die Lowbar. Steht also auf jedem Teil drauf. Ich habe mich jetzt hier mal am Scania R von SCS bedient. Warum auch mal nicht? Kann man mal machen. Und wenn ich mir jetzt mal diese, ich sag's jetzt einfach mal Black Edition anschaue mit diesem Kelsa Paket, lackierte Parts, sieht es eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, oder? Da kann man auch mal sagen, why not? Man kann auch mal mit dem Original SCS Scania Multiplayer zum Beispiel fahren oder, weil denn diese ganzen Sachen sind natürlich Convoy ready. Das finde ich doch schon mal eine ganz tolle Geschichte. Jetzt schauen wir uns dazu mal einen Lichttest an, würde ich sagen. Aber ich finde, das sieht richtig gut aus. So, wir starten durch. Ich mache mal Standlicht an. Dann könnt ihr praktisch sehen, was ich jetzt einfach mal so sporadisch angebaut habe. Ne? Standlicht. Sieht schon mal alles ganz gut aus. Sieht natürlich mit Fernlicht. Sieht es natürlich gleich umso besser aus. Aber nur mal, dass ihr es seht, ne, was hier alles so mit dabei ist. Hier die Sidebars. Das sieht alles ganz, ganz fresh aus. Gefällt mir sehr gut. Kann man auch wirklich sehr gut nutzen. Ich mache mal das Licht wieder ein. So, 13 Uhr. Dass ihr es nochmal seht. Finde ich richtig stark, die ganzen Slots hier oben. Natürlich auch die Slots. Habe ich mir jetzt natürlich oben diese Rundumleuchten drauf geschraubt. Das geht natürlich ganz genauso. Aber ich finde ihn richtig gut. Also ich mag dieses Kelsa Add-on-Paket hier für diese LKWs hier. Hat doch was. So, wir starten mal kurz los mit dem Scania in dem Fall. Ich hätte ja übrigens auch noch Volvo nehmen können oder den 106er oder 105er darf oder den E-Rodell oder. Also es sind einige LKWs enthalten, die ihr hier mit diesem Kelsa Add-on nutzen könnt. Wie schon gesagt, auch im SCS Convoy, also im Multiplayer, könnt ihr das natürlich gerne nutzen. Ich habe mich, wie schon gesagt, für den Scania eher von SCS entschieden dafür. Ne? Sieht ganz stark aus, gefällt mir wirklich sehr gut. Es gibt ja diverse Anbauparts und wenn man die dazu nutzt, noch zusätzlich, dann sieht es eigentlich richtig gut aus. Wie zum Beispiel mein Sticker Mod oder vom Wallis Interieur Add-on oder die ganzen Lampen, die es ja mittlerweile schon gibt, hatte ich aber alles schon vorgestellt die letzten Tage, die LED, Quatsch, die heller Lampen, ne? Zum Beispiel. Dann mein Team Griffin DLC noch dazu und dann, was willst du mehr hier, ne? Brauchst du nicht mehr, ne? Alles voll gut, voll easy. Auch dann nicht so PC-lastig, gerade für die Leute, die vielleicht nicht so guten PC haben, ist das auch eine gute, richtige Geschichte. Vor allen Dingen aus mit diesem Kelsa-Paketchen. So, habt ihr noch Fragen zu diesem Paket, dann dürft ihr es gerne machen, indem dass ihr das kommentiert. Entweder hier im Video oder im Steam Workshop. Link dazu natürlich alles in der Beschreibung. Ansonsten würde ich mal sagen, Daumen da lassen, Abo für den Kanal nicht vergessen, die Glocke drücken. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit diesem coolen Kelsa-Paket. Für, ich lese nochmal vor, für 105er. 506er, für ein Volvo 2012, FA16, dann haben wir noch den MP3, wir haben noch den Scania Next Generation, wir haben den Scania R, den Streamline und Next Generation habe ich gesagt und den RJL, habe ich auch schon gesagt, ne? Macht nichts, doppelt besser. Also, in diesem Sinn, wünsche ich euch viel Spaß damit, macht's gut, bis bald und adios.